Hallo Leute, ja, wir sind hier unterwegs, um zu gucken, was wir weiterbauen. Wir haben ja schon hier angedacht, hier zum Beispiel die Rutschstange zu machen. Und ja, hier hat der Dralo meines Erachtens ja auch noch was gemacht, was ich jetzt hier vielleicht mal machen müsste. Ich habe das nochmal angeschaut. Er hat hier irgendwie eine Verbindung hier runter gemacht und das hier hat er hier rüber gemacht, damit er direkt rauskommt, weil hier wird was gefiltert. Ja, das müssen wir nach dem Intro mal angucken, ne? Das machen wir dann. So, das heißt, nicht der Dralo habe ich gesagt, Mordrak natürlich. Mordrak hatte hier, glaube ich, das weitergebaut. Lüftung. Lüftungsrohre, Gasleitung. Die sind einfach hier so weitergebaut. Und jetzt hat er zum Glück nicht das gezogen und hat das hier einfach entleert dann. Den hier hat er rausgenommen. Zerlegen. Jetzt hat er die Prio natürlich auch noch hochgeschraubt, ne? Zack. Damit das schneller gemacht wird. Also mal gucken, wie das wird. Passiert gerade nichts. Hier oben die Masken ist auch nicht so dolle, ne? Jetzt ist die Frage, ob das da noch heile ist, wenn das abgerissen ist. Doch, die Leitung geht durch, sehr gut. Jetzt kann hier leider nichts weg. Das ist aber erstmal so. Und hier hat er irgendwie noch einen Schalter dran gebaut. Den muss ich gleich auch noch schauen. Aber erstmal lassen wir es so. Er baut mal ein bisschen schneller hier. Kommt man da überhaupt hin? Ja, müsste man. Ah, hier ist ja auch eine Tür. Okay, das läuft schon mal. So, und dann hat er definitiv von hier oben einfach ein Rohr nach da unten gezogen. Und das hier hat er irgendwie abgebaut. Diesen Filter hat er auch weggeschmissen. Zerlegen. Zerlegen. Aber da können wir auch zerlegen hier machen bei den Rohren. Das hat er auch gemacht. Ah, und Prio war natürlich auch wieder zu setzen, ne? So. Das wird gebaut, zerlegt. Lüftung. Muss jetzt. Ich glaube, er ist einfach hier so hochgegangen. Warte mal, das zerlegen, abbrechen. Ich glaube, das können wir so lassen, ne, oder? Oh, hier ist noch mehr zu zerlegen dann. Ja, der Stromanschluss kann auch weg, definitiv. Gut, Prio wieder ändern, weil die haben wir wieder nicht geändert. Und ach, den machen wir auch da ruhig rein. Der ist schon fertig und da kann dieser Baum auch mit rein dann, ne? Da hatten wir doch noch einen. Wo ist er? Da. Der Ahornbaum. Arborbaum, nicht Ahornbaum. So wie es aussieht, läuft gerade alles, oder? Das war das, was so funktionieren sollte, glaube. Und jetzt müssen wir gerade nur schauen. Lüftung, nochmal ein Schema rein. Das, was hier reingeht, ist der verschmutzte Luft. Der Rest ist egal. Wohin hat der Mordrak gesagt? Einfach raus aus dem Raum, wo es gemacht wird. So, jetzt muss hier aber noch was reingebaut werden. Automatismus. Und habe ich das Ding überhaupt? Das ist die Frage. Das war irgendein Sensor, der feststellte. Oh, ich glaube, den haben wir noch nicht. Kann das sein? Kann das sein, dass wir den noch nicht haben, diesen Sensor? Gute Frage. Oder sieht er nur anders aus? Nee, den hat der Mordrak ja auch erst letztens da reingebaut. Die sind es nicht. Hier sehe ich ihn nicht. Oder war der nur farblich so anders, weil der da in Benutzung in irgendeiner Form war und hier sieht er jetzt doch anders aus auf den Bildern.
Also so einer war es nicht. Es muss ja Gas gewesen sein. So. War ja Blödsinn, woanders erstmal zu suchen. Da ist er nicht bei. 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 Da ist er auch nicht bei. Der war dort auch nicht. Hier sind Sensoren. Nee. Die sind es alle nicht gewesen. Was haben wir da noch? Schutzanzüge. Da ist aber auch nicht bei. Hier, so einer war das. Gaselementensensor. Wahrscheinlich war das der. Sender ein grünes Signal, wenn das ausgewählte Gas im Sensorbereich detektiert wird. Aha, genau, der war's. Gut, den haben wir also auch schon. Der sieht nur nicht so rot in der Mitte aus. Der sieht wahrscheinlich dann nur rot in der Mitte aus, wenn der, ne? Sag schon. Wenn er. Passend das Gas detected. Detected, genau. Sieht so aus, als ob das jetzt fertig wird, aber ich kann es ja trotzdem priorisieren noch gerade. Jetzt ist der schon mal fertig und jetzt können wir dem auch einen Auftrag geben. So, Gasausgabe alle, nichts. Atembares Gas, nicht atembares Gas. Ausgabe 1, Ausgabe 2. Verschmutzter Sauerstoff. Ist das so richtig? Oh, da habe ich nicht zugeguckt. Sendet ein rotes Signal, wenn Sauerstoff da ist. Ja, das. Der soll nur pumpen, wenn verschmutzter Sauerstoff da ist eigentlich, ne, oder? Gefilterte Gasausgabe. Gasaufgabe alle. Eins. Ich verstehe es jetzt gerade nicht. Ah, okay, jetzt ist es angegangen. Jetzt müssten wir schnell noch mal gucken, was da angegangen ist, warum er angegangen ist, ne? An Lüftung. Jetzt müssen wir gucken, was er da detektet, dass der angeht. Was ist das für eine Leitung? Keiner weiß es, ne? Schmutziger Sauerstoff ist gefragt, ne? Vom Schmutzer Sauerstoff, wenn der dann da ist, dann funktioniert er, oder? Wann springt sie denn an? Eben ist er einmal angesprungen, weiß aber nicht warum. Kohlendioxid, verschmutzter Sauerstoff ist doch da dran, ja, jetzt. Gefilterte Gasausgabe, verschmutzter Sauerstoff. Muss die Menge groß genug sein, dass es läuft? Ich weiß es nicht. Gerade bin ich sehr unschlüssig, was da passiert. Oder muss es lange genug da dran sein, dass die Pumpe läuft? Ich weiß es nicht. Also hier geht auch gar nichts runter, nur Sauerstoff.
Wir haben hier nur Sauerstoff drin. Ne? Sieht eigentlich erstmal gut aus, wenn ich das so sagen darf, ne? Ah, jetzt pumpt sie. Jetzt müssen wir nur gucken. Ah, da kommt verschmutzter Sauerstoff tatsächlich an. Okay, den Kohlendioxid hat er jetzt auch noch mitgepumpt, ist klar. Aber wir sind so, wie wir es haben wollen. Sehr gut. Und hier muss ja alles... Alle Ausgaben, ja, passt. Gut, dann haben wir das richtig, glaube ich, umgebaut. Das war das, was Mordrak mir gesagt hatte, beziehungsweise gezeigt hat in dem Video, was er geschrieben hatte. Auf seinem Kanal kann man das übrigens sehen. Fand ich sehr gut. So, jetzt müssen wir ein bisschen weiter gucken. Wie sieht es denn mit CO2 insgesamt hier aus? Hier ist noch ganz viel rot. Und da ist ganz viel schlecht. Aber hier geht es einigermaßen, ne? Auch nicht so wirklich. Was haben wir hier für eine Möglichkeit? Wähle eine Blaupause. Eisen, ja, das nehmen wir dann doch mal, ne? So, jetzt haben wir ordentlich Eisen gekriegt. Punkte gibt es auch noch zu verteilen, dann machen wir das auch noch schnell. Stinky. Stinky hat schon alle Herzen gekriegt und geht da... Ach, das ist auch noch mit Herzen. Oh, dann... Ach so. Stinky hat das noch nicht, oder doch? Stinky hat das schon alles? Nein. Ist der schon bis dahin voll? Krass, oder? Habe ich nie Orden gewählt hier hinten, oder? Oder habe ich das gemacht? Oder war das automatisch? Forschung, verbesserte Tragfähigkeit. Aber da, hier, brauchen wir gar nicht drüber reden. Das müssen wir gar nicht machen. Herzen sind da voll. Sonst gibt es keine Herzen. Und wir wollen hier hin. Sind wir ja schon. Ja, dann Feldstudien, ne? Weil wir wollen ja zu dem Schutzanzugstraining, Raketensteuerung und so weiter hin. Gut, haben wir erst. Hier läuft noch was. Das kann ich nicht ändern, weil, ne, ist leider so. So, hier ist schon was passiert. Oh. Hier wird schön geatmet, ja, ja. Verhungert. Hier kommt jetzt nichts an, ne? Mordrak hatte irgendwie geschrieben, dass hier auch das durch das ja, den Ausschalten oder was hat er geschrieben, dann könnte das hier mehr verdunsten oder sowas und dadurch wäre es besser. Naja, lassen wir erstmal so. Hier haben wir den doch angewählt, aber nicht Pflanzen gesagt, oder? Kann das sein? Und hier ist jetzt Sauerstoff, keiner drin. Ja, das mit dem Sauerstoff läuft gerade ein bisschen schlecht, ne? So, hier ist noch ein Kanister. Was ist da drinne? Oh, Mineralien. Okay, das Zeug alle. Kann auch wieder da rein. Aber war schon ordentlich aufgeräumt, ne? Hier sollen sie auch noch weiter aufräumen. Was fehlt denn hier? Ein Sandlager. Ist denn hier was voll? Ist doch nichts voll, ne? Ich muss wahrscheinlich... Ja, das... Eigentlich alles, oder wie war das? Hier ist jetzt unser großes Lager, weil es davor liegt, ne? Pumpe läuft noch. Eis haben wir hier drin. Ist das Eis da drin? Ja, das verflüssigt sich ja. Da ist ja alles gut dann. Gut. Warum geht es hier jetzt nicht so mit dem Rutschen weiter durch? Rutschestange nochmal. Ach so, da ist eine Tür. Okay. Dann ist klar. Ach, hier mal den Schacht schon erweitert, damit die Luft besser durch kann, ne? So sieht's aus. Dann macht das doch hier auch nochmal bitte. Der muss weg. Mach das mal zerlegen. Wenn das fertig ist, kommt da auch noch eine Tür rein. Hier kann sie schon rein. Hier ist der Schacht, damit die Luft da runter kann und so. Das CO2, ne? Passt soweit erstmal, oder? Hier oben kann noch weiter gebaut werden. Eine Dusche. Eine Toilette. Und ein Waschbecken. Das Waschbecken war bei Medizin.
Passt. Hier können wir noch Rausgehrichtung einplanen. Hier auch. Der Rest passt erstmal, ja. Strom war auch noch so eine Geschichte, hatte Mordrak geschrieben, ne? Aber das läuft ja erstmal hier noch, oder? Vielleicht noch mehr, aber ich weiß nicht. Ah, erstmal reicht's. Warte mal, den kann man nicht setzen, weil der Stein da im Weg ist. Dann muss der da noch weg. Tja, und hier müsste man das dann auch so weitermachen irgendwie, ne? Okay. Hier haben wir Eisen. Hier ist nur schmutziger Sauerstoff. Das ist also nichts Schlimmes mittlerweile mehr. Weiß nicht, ob da mal was anderes war. Hier sind wir auch hochgegangen. Okay. Machen wir hier Keim-Overlay. Okay, da waren Keime da. Das würde bedeuten, wir graben mal hier noch zwei hoch. Und gehen dann mit der Leiter daneben mal weiter hoch, oder? Hier sind noch Keime, glaube ich. Und da auch. Vielleicht sollten wir doch besser daneben noch gehen. Dann Abbruch das hier. Und graben hier. Okay, das müssen wir auch abbrechen. Und graben hier. So, dann gehen wir da mal weiter hoch. Hier sind wir ja schon weiter hoch. Okay, wir haben tatsächlich auch gerade was gebaut. Sehr schön. Hier ist schon ganz viel gebaut. Da kommt keiner hin, ne? Dann grab mal hier die Alge gerade weg. Hier ist auch ganz viel Sauerstoff, voll cool. Und hier geht's ein bisschen weiter. Okay, das können wir aber erstmal so lassen. Wieso ist hier... Lass uns mal dieses hier noch weiter gerade runterziehen. Macht Sinn, ne? Hier ist wegen dem Wasser, das passt auch. Da ist verschmutzter Sauerstoff. Hier ist die Leiter so versetzt. Warte mal, dann kann ich das ja wegnehmen. Und kann da einen Ziegel reinbauen, ne? Damit wir das auch rüberkriegen. Da wäre das Gleiche zu tun, ne? Ach so, die Rutsche. Ja, super, oder? Das heißt, hier graben wir auch gerade frei, damit da gebaut werden kann. Und hier können wir den Schacht eigentlich dann auch weggraben. Mach mal so, das passt dann schon. Haben die ein bisschen was zu tun? Tür geht schnell auf, gut. Das ist schon fertig, krass. Da hätte ich nicht mitgerechnet. Okay, da fehlt aber noch der Abfluss. Oh, da fehlt überall der Abfluss, oder wie sehe ich das? Das war jetzt nicht so die tolle Idee dann, ne? Hatte das nicht der Mordrak auch geschrieben? Dann gehen wir hier hoch, ne? Und schließen das so an, dann müsste es passen. Und aufräumen ist angesagt. Überall aufräumen, ne? Da war jetzt mal gerade nichts. Da auch nicht. Das ist ja schon mal etwas, dass hier mal ein paar Räume sind, wo schon mal nichts oder fast nichts ist. Aber hier ist auch ganz viel. Hier können wir zumachen jetzt. Weil wir haben ja die Ebene... Hier unten, wo wir reingehen können, mit der Leiter da. Passt schon. Die Rutschestange ist da. Komm, dann, wenn wir hier schon sind, dann kommt die Rutschestange hier definitiv weiter durchgezogen erstmal. Ja, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus, da lang dann. So, hier muss aber versetzt werden.
Gut, warte mal, dann machen wir mal gerade hier ansatzweise auch eine Leiter hin. Und das müssen wir später mal abbauen da, oder? Und das muss alles ein weiter nach rechts eigentlich. Oh. Gut, das heißt, hier können wir schon abreißen. Zerlegen die Tür, den Stein und den Stein. Kann hier auch passieren. Die Tür kann auch weg und eine neue kann hin. So, dann sind wir da schon gar nicht so schlecht. Das Ding muss auch zerlegt werden. Dann kann da das auch hin. Okay, das sieht schon mal gut aus hier. Dann haben wir einen großen Schacht, wo hier das CO2 runterfallen kann, wie Mordrak gesagt hat, ne? So, wie sieht's denn hier aus? Hier kommt man von da nach da, aber daher doch kommt man auch rein. Da ist auch überall Sauerstoff. So, graben hier. Dann kommt das raus und dieses hier kann auch schon bis dahin weg. Und hier kann es doch auch bis dahin weg. Aber da kann er nicht, ne? Schade. Da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Okay, ist auf jeden Fall was gemacht. Sieht auch erstmal nicht schlecht aus. Müssen wir mal gucken, wie wir weiterkommen, ne? Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.